Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime Trilogy hier bei Metroid Prime 3 Corruption. Im letzten Part gab es hier bei der GFS Olympus einen Angriff der Piraten schon und wir wollen jetzt glaube ich einfach hier erstmal wieder abhauen, bevor die jetzt dann gleich wieder alle kommen. Aber ich glaube, wir haben die jetzt erstmal so einigermaßen so irgendwie zumindest in die Flucht geschlagen. Wie kann ich dich nochmal öffnen eigentlich? Gehst du automatisch auf? Das habe ich doch im letzten Part. Geht's jetzt auf? Oder? Ich muss doch eigentlich hier durch. Dachte ich, hä, bin ich jetzt blöd? Ja, warte mal, war es nicht im letzten Part so, dass das hier offen war? Ich dachte schon, da muss ich jetzt erst. Was waren hier nochmal? Hier war nichts. Ja, bin ich jetzt blöd? Im letzten Part war es doch schon so, dass das Ding schon offen war, oder nicht? Was steht da? Geschlossen am Entriegelt und mit angrenzendem Steuerterminal verbunden. Ja, und das bist du. Achso, okay, ich muss wieder meine Hand an. Okay, deswegen. Alles klar, gut, das haben wir im letzten Part, glaube ich, schon aufgemacht, aber ich habe eben jetzt hier eine neue Aufnahmesession jetzt hier mit dem vierten Part begonnen, deswegen war es wieder geschlossen. Okay. Auf jeden Fall, ich glaube, wir sollen jetzt erstmal wieder entkommen, genau. Kommt jetzt noch so ein kleiner Miniboss vielleicht? Das wäre ganz cool. Und dem geht's nicht so gut. Oh, ich glaube, der erste Zwischenboss kommt, oder? Oder hauen wir einfach ab? Du bist ziemlich eklig. Wie widerlich bist du denn? Okay. Das scheint. Ah ne, es kommt doch einer, okay. Berserker Lord, okay, alles klar. Erster Miniboss-Kampf hier, ich bin schon mal sehr gespannt. Gut, kriegt natürlich auch einen Datenbank-Eintrag, der gute. Morphologie Berserker Lord. Schützende Fazit, okay, das erinnert mich an Phasen. Wie spricht man das aus? Phaset, keine Ahnung. Ich sag einfach mal Phaset-Schicht. Des Kopfes lässt sich nur durch zurückgelenkte Phasen-Projektile beschädigen. Ah, jetzt haben wir schon hier Phasen. Okay, alles klar. Berserker-Lords sind außerordentlich gut gegen Angriffe geschützt. Lediglich ihre ungeschützten Schultern lassen sich mit Standardwaffen verletzen. Ihre gute Defensive verdanken sie hauptsächlich ihrem am Kopf angebrachten Phased-Panzer, der sich ausschließlich mit ihren eigenen zurückgelenkten Phasen-Projektilen beschädigen lässt. Okay, da kann selber mit Phasen schießen, das ist nicht so toll. Nur so lässt sich schließlich ihr eigentlicher Schwachpunkt freiliegen. Berserker-Lords müssen einem verzweifelten Geist entsprungen sein. Schließlich sind sie alleinig darauf ausgerichtet, eine optimale Leistungssteigerung durch Phasen zu erzielen. Die wenigen Berserker-Knechte, welche die stärkste Stufe der Verseuchung überleben, werden in den Rang eines Lords erhoben. Diese Lords lassen sich an der schmückenden Phased-Platte sowie den Phasen-Tanks auf ihrem Rücken erkennen. Okay, alles klar, jetzt wollen wir nochmal kurz durchlesen. Scheibe verletzt, ihre gute Defensive verdanken sie, bla bla bla, der sich ausschließlich zurückgelenkten Phasen-Projektilen beschädigen lässt. Okay, ich muss die Phasen-Projektile von ihm zurücklenken und dann kann ich ihm Schaden machen. Keine Ahnung, wie es jetzt genau funktionieren wird, aber wir gucken einfach gleich mal. A verwenden und, ja genau, um auszuwählen. Den Ausweichsprung ist auch, das habe ich schon herausgefunden. Okay, erstmal, ich kann ihn wieder zum, also wenn ich ihn ein bisschen beballere, dann wird er erstmal gelb blinken. Ich glaube, damit mache ich ihm keinen Schaden. Mache ich ihm damit Schaden? Nein, die Anzeige oben bleibt immer gleich. Das war ja in MP2 auch schon so. Und in MP1 bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber in MP2 auf jeden Fall auch schon so, dass man einigen Bossen erstmal nur gelben Schaden quasi machen konnte. Und damit dann erstmal ihren Freipunkt, ihren Schwachpunkt freilegen konnte, das wollte ich sagen. Und erst wenn man das getan hat, dann konnte man denen erst wirklich Schaden machen. Also immer erst, wenn ein Gegner rot blinkt oder rot aufleuchtet, erst dann mache ich ihm auch wirklich Schaden. Und wenn er gelb, okay, eines habe ich zerstört, sehr schön. Und wenn er noch gelb blinkt, dann mache ich noch irgendwie erstmal seinen Schwachpunkt kaputt oder sowas und will erstmal den freilegen. Also erstmal jetzt noch die beiden roten Punkte hier treffen, das habe ich schon verstanden. Kann ich jetzt vielleicht sogar nochmal scannen, weil er jetzt eine andere Phase gleich hat? Nein, offenbar nicht. Okay, das ist ja auch nicht unhäufig so, dass man Bosse teilweise mehrmals... Müsste ich auffangen? Nee. Achso, okay, ich muss die in der Luft abschießen und dann kann ich sie auf ihn zurücklenken und damit dann ihm Schaden machen. Oder hat das jetzt... Ich weiß nicht, eine Lebensanzeige wirkt für mich immer noch genauso wie gerade eben auch. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ihm das jetzt wirklich Schaden gemacht hat. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt verstanden, was ich machen muss. Vielleicht muss ich einfach beide von diesen Kugeln zurücksteuern und eine reicht nicht. Aber es kann sogar auch sein, dass ich vielleicht diese... Phasenkugeln, die er da auf mich abballert, dass ich die sogar ausscannen kann. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich will erstmal testen, ob ich jetzt die beiden zurücksteuern muss, um ihnen dann Schaden zu machen können. Und irgendwann später werde ich dann mal die noch probieren, ob ich die noch scannen kann. Würde mich schon interessieren, weil nicht, dass ich die schon scannen kann und dann schon hier was verpassen kann. Das wäre natürlich blöd. Das heißt, es ist schön, die gleich treffen. Was zum. Hä? Okay, das war jetzt keine. Okay, ich muss auch darauf Acht geben. Ja, aber irgendwie, ich mache ihm doch keinen Schaden, oder? Bin verwirrt. Warum mache ich ihm keinen Schaden? Seine Lebensanzeige ist immer noch genau gleich. Das war jetzt komisch. Und davor noch irgendwie... Okay, also wenn ich ihm seine beiden roten Dinger abgezogen habe, dann kann er entweder eine Attacke direkt auf mich machen und der muss ich einfach ausweichen, aber er kann auch eben mit Phasen schießen und das muss ich dann zurücksteuern. Aber ich verstehe nicht ganz, warum ich dem guten Typen hier keinen Schaden machen kann.
Da bin ich jetzt noch ein bisschen verwirrt, weil ich meine, ich treffe ihn ja damit auch rot. Also, wenn ich ihn mit dem Phasen-Zeug da zurückschieße auf ihn, dann leuchtet er kurz rot auf. Und das heißt normalerweise, dass ich ihm Schaden mache. Aber seine Lebensanzeige oben hat noch kein Stück abgenommen. Deswegen, ich bin da ein bisschen sehr verwirrt jetzt, muss ich zugeben. Aber ich kriege auch immer genügend Heilung. Deswegen passt schon. So, jetzt nochmal. Okay, den muss ich ausweichen. Okay. Und jetzt dann gleich wieder zurückballern auf ihn. Glaube ich, oder? Was macht er jetzt? Mach irgendwas. Okay, jetzt kommt die Dinger. Genau, zurückschießen. Und... Achso, okay. Achso, ich kann ihm überhaupt erst jetzt schaden, weil ich erst jetzt seinen Rückenpanzer freigelegt habe. Okay, kann ich ihn jetzt nochmal scannen? Immer noch dasselbe, okay, alles klar. Gut, also es hat alles gepasst. Ich musste erstmal seinen Rückenpanzer freilegen quasi. Und jetzt kann ich ihm Schaden machen, na also. Okay, kann ich ihm überall Schaden machen? Nein, nur an seinem Rückenpanzer eben. Also ich muss ihn da einigermaßen in der Nähe treffen. Und da kann ich ihm Schaden machen. Okay, alles klar. Ich hab irgendwie Angst. Kann ich nicht den Rückenpanzer alleine noch scannen vielleicht? Oder so? Nee, kann ich glaube ich wirklich nicht. Okay, aber ich meine, wie gesagt, das ist nichts Ungewöhnliches. Aus MP2 kennen wir das häufig genug, dass man vor allem immer die Bosse eines Gebietes am Ende irgendwie 5-mal scannen konnte. In jeder verschiedenen Phase, weil die dann immer neue Einträge bekommen haben. Aber bei ihm hier, bei dem Kollegen, scheint das nicht der Fall zu sein. Also, ihn muss man nur einmal am Anfang scannen. Und ich hoffe mal, dass ich seine Phasenkugeln jetzt nicht scannen musste, weil das habe ich ja jetzt verschissen. Weil die macht er jetzt nicht mehr. Und ich würde sagen, stirb mal lieber. Ja, ich muss natürlich treffen. Ich mache mit der Missile. Ich muss aber schon auch anvisieren, den guten. So, und... Ja, und treffen muss ich auch. Bam! Aber irgendwie ist er noch nicht ganz tot, oder? Ah doch, jetzt okay. Okay, kein schöner Tod für ihn. Kriegen wir vielleicht jetzt schon eine weitere Fähigkeit durch den dann? Sag ich mal. Tschüss! Ja, der ist dann doch, glaube ich, eher tot hinüber. Ja, wahrscheinlich schon. Das war jetzt kein schöner Tod. Also eigentlich war er noch so einigermaßen am Leben. Aber dann in den Elektrozaun rein, dann in den Weltraum geflogen und dann noch durch ein Schiff, das in ihn reingeflogen ist, explodiert. Jo. Gibt, glaube ich, schönere Arten zu sterben. Naja. Gut, aber erster Zwischenbosskampf lief schon mal sehr gut. Also er hat mich einmal mit seiner starken Attacke da getroffen, aber es gab ja mehr als genügend Heilung, deswegen der war echt kein Problem. Obwohl wir auch Veteranen spielen, aber... Und ein goldenes Abzeichen, sehr cool. Also war eigentlich kein Problem das Ganze. So, ich kann jetzt dann gleich wieder reingehen. Übrigens, was mir jetzt auch schon aufgefallen ist, was ich davor zwar auch schon bemerkt habe, noch nicht so wirklich angesprochen habe, ist das hier, dass wir bei unseren ganzen Visoren, neben dem Scan-Visor und neben dem ganz normalen Combat-Visor auch schon hier sowas haben. Und das ist wahrscheinlich irgendwie etwas zum Anfordern von unserem Schiff, was ja auch mit diesen Dingern hier zu tun hat. Aber wir haben ja schon bei diesen Dingern hier lesen können, dass es auch einen anderen Visor noch gibt, der hier, glaube ich, irgendwo stand. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Genau hier, der Command-Visor. Und vielleicht ist es der schon, aber der ist halt jetzt noch inaktiv, weil der erst später aktiv wird oder so, keine Ahnung. Werden wir bestimmt noch herausfinden, dass wir dann eben immer unser Schiff anheuern können oder so. Keine Ahnung, werden wir schon noch sehen. Gut, aber erstmal würde ich sagen, hauen wir jetzt ab. Ich darf sogar speichern auch, aber nee, ich will einfach... Will ich speichern und an Bord gehen? Nee, ich gehe sogar mal nur... Oder ist das ein Fehler? Nee, ich gehe mal nur an Bord, passt schon. Ich werde jetzt schon nicht sterben, oder? Also nicht Game Over gehen. Wird schon passen, ansonsten muss ich halt den Bosskampf nochmal neu machen. Aber ich will eigentlich ganz gerne, wenn es irgendwie geht, immer erst zwischen dem Part speichern und nicht währenddessen. Und... Ja, okay, kann ich mit irgendwas anderem noch hinterher... Was war jetzt das alles? Ich habe das alles schon wieder vergessen. Was man hier überall machen konnte. Einfach irgendwelche Knöpfe drücken. Was war hier nochmal? Okay, das war die Statusanzeige. Ja gut, ich mache jetzt das, was ich tun soll. Nämlich dich da. So. Oder hätte ich dich vorher auch scannen sollen? Habe ich das schon getan? Ich habe keine Ahnung. So, und... Okay. Hier haben wir Landebereich Alpha. Okay, also hier ist der GFS Olympus, wo ich jetzt gar nicht mehr hinwählen kann. Aber das sind wir eh gerade schon. Dann will ich mal im Alpha-Bereich landen. Okay. Es ist ganz cool, dass man jetzt so zwischen den verschiedenen Gebieten offenbar teilweise wechseln kann. Weil ansonsten ging das ja immer über Aufzüge oder Transportdinger halt. Aber hier geht es jetzt mit dem Raumschiff offenbar, dass wir zwischen den verschiedenen Orten immer wechseln können. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also mal gucken, wie es jetzt noch entwickeln wird. Ich bin auch schon gespannt, wie sehr noch das Raumschiff dann später noch eine Rolle spielen wird, weil ich habe schon das Gefühl, dass das noch häufiger vorkommen wird, dass wir dann auch vielleicht sogar wirklich Weltraumschlachten haben werden, dass wir auch schießen können mit dem Ding eben, das wäre natürlich richtig episch, aber gucken wir einfach mal. Ich lasse mich mal überraschen. Und das sieht sehr schön aus hier in Norion oder Norion. Aber auch ein bisschen gefährlich, weil hier wird schon wieder nicht ziemlich viel durch die Gegend geballert. Und zwar richtig viel sogar. Aber es scheint ja auch friedlich zu sein, weil da ist auch ein Galaxy Force Typ. Yay, und da sind wir. Erstatte Bericht, Samus.
Es sieht nichts gut aus. Der Piratenangriff hat unsere Generation lahmgelegt und unsere planetare Verteidigung ausgehebelt. Generator, nicht Generation. Nur mit dem Geschütz hier hätten wir Schiffe im Orbit ausschalten können. Sie müssen mit den anderen Jägern die Generatoren ans Netz bringen, damit wir mit der Kanone diesen Angriff zurückschlagen können. Ich gebe ihnen die Koordinaten der Generatoren, die Jagd ist eröffnet. Oh, die Jagd ist eröffnet, cool. Okay. Als nächstes Gebiet, wo wir ein bisschen erkunden dürfen, und da sollen wir hin. Zu den, okay, zu den zwei Generatoren, also zwei gibt's hier, oder gibt's noch mehr? Ne, es gibt noch mehr sogar, drei gibt's, oder noch mehr sogar. Was dürften das denn alle? Okay, setzen Sie Generator C in Betrieb und dann noch A und B, okay. Alles klar, gut, los geht's. Und Datenbank aktualisiert. Wieso? Was wollte ich jetzt? Warte mal, jetzt will ich mal... Ah, nee, halt, jetzt habe ich... Ja, warte mal, was habe ich auf 2? Mit Hilfe von Z lassen sich relevante Punkte erfassen. Achso, okay, mit 2 kriege ich immer... Stimmt, kriege ich immer Tipps zu irgendwas. Ja, gleich, aber ich will ja dann bei 1 ist ja jetzt alles. Da ist ja Karte und Datenbank mittlerweile. Was wurde jetzt bei der Datenbank aktualisiert? Achso, das hier. Achso, okay, da stehen... Okay, bei der Datenbank, da stehen auch meine Ziele. Setzen Sie Generator A in Betrieb. Und hier kann ich eben zu den verschiedenen Dingern wechseln. Und da kriege ich sogar Vorgabe, Planet, Informationen, wir stecken in Schwierigkeiten. Okay, da kann man das alles nochmal auch genau nachlesen, was man jetzt alles so für Aufträge gerade hat. Im Orbit auszuschalten, wir fürchten, dass sie nur in den Warpzone... Generatoren im Prinzip, dann... Ja, die Geschütze, die Piraten greifen halt an, wir brauchen die Geschütze wieder, bla bla bla. Und deswegen Generatoren aktivieren. Nehme ich da eigentlich Schaden, wenn ich jetzt hier so in die Mitte laufe und dann von irgendwas getroffen werde? Ich hoffe mal nicht. Aber erstmal gibt es wieder einiges zu scannen, hier bin ich mir relativ sicher. Ja, da ist wieder ein bisschen was blau und rot sogar, also es gibt wieder ein bisschen was zu scannen. Auf jeden Fall. Kann ich mit dem Typen auch reden? Ja, dich habe ich schon mal. Du bist auch ein Marine einfach nur. Okay, alles klar. Aber da ist viel blau. Und du bist auch nicht so weit weg zum Glück. Fregatte der Greifklasse identifiziert GFS... Was für ein Ding? Enkidu? Der größte Teil der Besatzung ist von Bord gegangen. Ja, keine Ahnung, wie man immer die Hälfte der Sachen hier ausspricht in dem Spiel. Was weiß ich, ist ja auch egal. Multiple... Typ, oder ja, Multiple Typ 12, Abwehranlage, Hydra, zwei Schienenkanonen, Feuerbereitszielerfassung aktiv. Ich liebe das immer, wenn ich immer absolut keine Ahnung habe, wie ich. Was zum Teufel? Oh Gott, jetzt haben die es kaputt gemacht. Wie ich bestimmte Sachen aussprechen muss, aber naja. Kann ich dich jetzt. Nee, du bist jetzt weg. Warte mal, hätte mich jetzt gerade eben treffen können? Weil der. Also eigentlich hat er mich voll abgeballert, aber ich habe keinen Schaden genommen. Deswegen nehme ich mal an, dass die mich hier nicht treffen können. Also mir zumindest keinen Schaden machen können. Kann ich denn. Das war knapp. Kann ich die Raumschiffe denn hier scannen? Nee, kann ich auch nicht. Okay. Aber die Tür kann ich noch scannen. Die ist auch rot sogar. Sicherheitssystem aktiviert, Türsperre aktiv, öffnen erfordert Energieimpuls durch Beschuss. Okay, also hier zack und zack und zack und zack. Muss ich den mal anvisieren, passt auch so. Gut, ja, passt glaube ich alles, wir gehen mal weiter. Und da ist schon wieder eine Tür, die ich auch öffnen kann. Und was ist das denn? Okay, ist das eine neue Fähigkeit oder so? Grapple Lasso. Okay, ist das jetzt der Grapple Beam? Aber der heißt hier Grapple Lasso oder wie? Keine Ahnung. GFF-Datensatz NN0 irgendwas Planet Norion. Weitere Daten in Datenbank abgelegt. Okay, okay, das ist ein Bericht jetzt. Lesen wir es auch mal schnell durch. Ich sollte eigentlich mir zuerst das Ding nehmen, ne? Ich mache das jetzt hier von außen, aber ich gehe gleich rein. Keine Angst. So, Planet, wie soll ich den jetzt aussprechen? Norion? Also Deutsch oder Norion? Englisch. Norion. Ich sag mal Norion. Ist ja auch egal. Ich werde immer hin und her wechseln, wurscht. Trotz seiner Lage im Randgebiet der Föderation ist der Planet Norion von großer Bedeutung. Das Militär unterhält eine starke Präsenz in dem Sektor und die Basis auf Norion wird oftmals zur ersten Verteidigungslinie gegen Feinde, die außerhalb des föderierten Territoriums operieren. Ursprünglich ein unfruchtbarer Himmelskörper ohne jegliches Leben, wurde Norion durch ein hochentwickeltes Terraforming-Projekt, das von der Aurora-Einheit 486 konzipiert wurde, in eine robuste Waldwelt umgewandelt. Okay, eine Waldwelt erwartet uns hier. Okay, und Berichte geben uns blaue Abzeichen offenbar. Und Gegner offenbar immer rote oder irgendwie so. Mal gucken. Und hier sitzt Grapple Lasso. Ist jetzt der Grapple Beam quasi nur anders oder so? Okay, also ich schieße es nicht aus meiner typischen Kanone raus, sondern mit meinem anderen Arm oder wie. Erweiterung für Anzug erhalten, Grapple Lasso ist einsatzbereit, okay. Zum Auswerfen muss ein Verankerungspunkt, Schraubenschlüssel oder so erfasst und das Nunchuck schnell nach vorn gekippt werden, was? Zum Zerren an der Verbindung Nunchuck ruckartig zu... Oh Gott, das wird jetzt wieder ein Chaos werden, das werde ich wieder ewig lang nicht hinbekommen, das sehe ich jetzt schon kommen. Aber es ist wahrscheinlich so eine Art Grapple Beam, oder? Denke ich eigentlich schon. Was bist du? Aufzugssystem einsatzbereit in Betriebnahme, das Aufzug erfordert direkte Interaktion. Okay, muss ich wieder hier was machen. Ja, okay. Und zwar wegziehen und drehen und rein. Okay, alles klar. Habe ich jetzt hier wieder irgendwas verpasst? Ich bin immer so paranoid hier. Ihr wisst das mit dem Scannen, aber ich glaube, ich habe hier erstmal alles mitgenommen. Okay. Den Transporter kann ich bestimmt auch scannen. Ja, aber da dürfte keinen Eintrag geben, aber er sagt mir, wo ich hinkomme. Eins bereits zum Start des Systems Hologramm. Nee, er sagt mir nicht mal, wo ich hinkomme. Ja, einfach nur nach oben halt, ne? Aber trotzdem auf jeden Fall in die Nähe der Generatoren, hoffe ich mal.
Denke ich. Wäre ansonsten ein bisschen blöd. Aber ich glaube mal schon. Okay, und wie kann ich jetzt gleich dann das Grapple Lasso einsetzen? Genau. Grapple Lasso genau einsetzen. Was bist denn du für einer? Achso, okay, du bist auch wieder so ein Typ. Okay, alles klar, dich kennen wir ja schon. Warte mal, kann ich das jetzt auch schon einsetzen? Einfach so? Warte, wie geht's noch mit Nunchuck irgendwas machen? Ja, nee, obwohl, der stand ja gerade eben dran, dass ich so einen Verankerungspunkt brauche. Und dass ich das ansonsten gar nicht einsetzen. Oh Gott. Gar nicht einsetzen kann. Und deswegen, ich glaube, ich kann das nicht einfach so machen, wenn ich jetzt mit dem Nunchuck schüttle oder so. Also ich werde es dann gleich mal testen, wenn wir so einen Verankerungspunkt haben. Ich meine, wir haben gerade eben die Fähigkeit bekommen, deswegen die müssen wir mit Sicherheit auch bald einsetzen, weil die kriegen wir ja nicht umsonst. Was zum... Okay. Da unten will ich, glaube ich, nicht reinfallen. Aber ihr kennt ja meine Neugier. Deswegen, ich will mal kurz testen, ob ich da jetzt vielleicht sogar mehr Schaden nehme. Hui. Okay, also ich habe es durchs Runterfallen selber, habe ich auch 5 Schaden genommen, aber der Ventilator kann mich auch noch treffen und kann mir auch noch Schaden machen. Okay, und was stand da jetzt gerade eben dran mit Z? Ich kann mit Z wieder irgendwas machen. Ja, mit Z halt anvisieren, liebes Spiel, oder? Z drücken, um... Achso, okay, jetzt. Okay, da ist jetzt einer. Nunchuck nach vorn kippen. Zack. Nunchuck ruckartig zurückziehen. Achso, okay, das ist ja interessant. Okay, es ist nicht der Grapple Beam, nee, es ist was anderes, weil ich kann damit keine neuen Orte erreichen. Also, ja, doch, kann ich schon auch, weil ich durch Türen ansonsten nicht durchkommen würde. Aber ich kann damit, ach, sorry, das wollte ich gar nicht. Aber ich kann damit jetzt halt nicht mich so entlang schwingen wie mit dem Grapple Beam. Das ist interessant, aber ich kann dafür halt bestimmte Türen öffnen, indem ich die, ja, wie mit der, keine Ahnung, mit der Peitsche aus Skyward Sword oder sowas zum Beispiel, wenn ich mich da verankere dran und dann wegziehe. Das ist interessant, okay. Kein Lebenszeichen vorhanden, Soldat hatte zahlreiche Verbrennungen durch Phasen. Okay, ja, der ist leider tot. Tut mir leid, mein Lieber. Das Leben ist hart. So, und hier. Schutzabdeckung aktiviert. Fragile Verankerungen lassen sich eventuell durch einen starken Ruck beschädigen. Aha, da brauchen wir einen starken Ruck. Okay, alles klar. Na komm, mach halt. Zack. Und zack. Okay, da kann ich wieder was aktivieren. Aber ich will eigentlich erstmal... Was ist denn das eigentlich? Ja, hier ist wieder viel zu scannen in dem Raum. Das sehe ich schon. Was haben wir hier? Lüftungssystem ist verriegelt. Zum Öffnen der Luke muss eine manuelle Überbrückung erfolgen. Okay, das ist dann wahrscheinlich mit dem hier verbunden, denke ich mal. Ein Lüftungssystem. Da komme ich dann hier unten durch. Und dann hier so irgendwo hin. Was sagt denn die Karte? Das ist aber nicht eingezeichnet. Also, oh Gott, der Raum hat ja... Oh mein Gott. Wie viele Wege hat der Raum eigentlich schon wieder? Okay, das ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen der Hauptraum, wenn man so will. Und hier, von hier aus komme ich zu den ganzen Generatoren. Auf einmal wahrscheinlich. Aber ich will erstmal alles scannen, bevor ich was anderes mache. Schaltplatine beschädigt. In Betriebnahme des Türsystems erfordert Schweißarbeiten. Okay, da komme ich nicht hin. Aber ich kann A drücken. Achso, doch, okay. Waffenerweiterung erforderlich. Achso, okay. Ich brauche... Okay. Also kriegen wir später mal eine Schweißmaschine als Waffe noch, oder wie? Keine Ahnung. So, und ich... Tut mir leid, dass ich euch immer abballere, aber die sind ja eh schon tot. Scan weist auf schwere Explosionsverletzungen hin, verursacht durch Energiegranate. Oder vielleicht lebt er sogar. Lebt er noch? Keine Ahnung. Ja, nicht mehr lange auf jeden Fall. Hä, was? Achso, hier sind Gegner. Merke ich jetzt... Okay, das sind wieder die Typen, die wieder Fehlbildungen sind. Kann ich die eigentlich nicht anvisieren? Irgendwie kann ich die nicht anvisieren, die Typen. Das ist blöd. Ja, dann mache ich halt ohne. Ist auch in Ordnung. So. Die Fehlbildungen sind, weil die ja immer nur dann angreifen können, wenn sie ihren Schild wieder fallen lassen. Die Idioten. So, und da oben haben wir auch noch was. Das ist so eine Art Brücke oder Generator oder sowas. Keine Ahnung. Versorgungsschaltkreis B ist inaktiv. Zur Speisung des Schaltkreises muss der Generator gestartet werden. Und hier ist auch wieder einer, dem es nicht so gut geht offenbar. Hallöchen. Es hat alles verstorben. Tödliche Verwundungen infolge versehentlichen Beschuss durch eigene Verbände. Aha, okay, ja, da bist du selber schuld, du Idiot. Kann ich... Warte mal, hier ist eine Glasplatte. Ja, komme ich hier irgendwie nach unten? Weil, ich meine, da unten ist ja auch Zeug. Kann man da unten entlanglaufen? Keine Ahnung. Oh Gott, warum sind ja nicht so viele von euch Idioten? Oh Mann, das sind ja... Was? Wie viele sind da auf einmal? Brauche ich eigentlich für die Charge Beam? Ne, okay, ein normaler Schuss reicht sogar, dann mache ich keine Charge Beams. Einfach so draufballern und sterbt alle, okay. Aber es sind ja trotzdem kein Problem, die Typen. Eigentlich machen wir auch nicht wirklich viel Schaden. Obwohl wir auf Veteranen spielen, also passt alles. Und da ist nochmal so ein Ding sogar. Aber es kriegt einen eigenen... Ja, komm mal, mach halt jetzt. Kriegt einen eigenen Eintrag. Versorgungsschaltkreis... Achso, okay, ach, das ist jetzt der C. Ach, jetzt habe ich verstanden, okay. Das ist der Versorgungsschaltkreis C und dann... Das wäre... Was war das? Das war, glaube ich, A. Und B ist halt auch noch hier irgendwo wahrscheinlich. Und hier ist sogar nochmal ein Soldat, der da in der Ecke liegt. Den hätte ich gerade eben fast gar nicht gesehen. Soldat ist verstorben. Todesursache Herzversagen infolge eines extremen Schädeltraumas. Hm, okay. Ich hoffe, dass uns nicht dasselbe Schicksal ereilen wird. Was haben wir hier? Panzertür besteht aus reinem... Jovian-Stahl, was weiß ich, Steuerung außer Betrieb. Tür mit Waffengewalt nicht zu öffnen. Aber mit dem Ding vielleicht, oder? Kann ich mit dir... Nee, doch nicht. Ich dachte, da kann ich wieder irgendwas interagieren mit, aber... vielleicht muss ich das von innen... Was ist das denn alles? Kann ich das da schon scannen? Nein. Vielleicht kann ich das nur von innen aus öffnen, keine Ahnung. Was gibt so viel zu scannen hier wieder? Das ist schlimm. Da unten sogar auch. Okay, da unten ist wahrscheinlich dann noch B. Oder fehlt der noch? Ah, nee, okay, A hat gefehlt, dann war das vorhin schon B, alles klar. Auf jeden Fall alle drei Generatoren, Verbindungsdinger haben wir jetzt hier gefunden. Sehr schön. Was ist das hier?
Trümmerteile blockieren Passage. Teile lassen sich mit einem starken Ruck aus dem Weg räumen. Aha. Ah, so zum Beispiel. Okay. Das ist interessant. Also mir wird das nicht sofort immer angezeigt. Ich muss teilweise... Was? Grapple Beam lassen sich auch Objekte erfassen. Hä, was? Habe ich jetzt doch den Grapple Beam? Hä? Da stand gerade Grapple Beam. Warte, ich muss mir das mal kurz nachlesen. Tut mir leid. Das kann ich auch hier nachlesen. Bei Grapple. Und zwar hier Grapple Lasso. Das Grapple Lasso erlaubt es, an bestimmten Objekten der Umgebung zu zerren. Verankerungspunkt irgendwas anvisieren und das Nunchuck nach vorne neigen, um eine Verbindung herzustellen, Nunchuck ruckartig zurückziehen, bla bla. Anmerkungen. Alle Objekte der Umgebung, die schimmern, lassen sich mit dem Grapple Lasso erfassen. Okay, das ist interessant. Warte mal, hast du geschimmert? Okay, ja, es hat so ein bisschen eine orangene Outline manchmal hier. Das ist interessant, aber gerade eben musste ich das doch erst scannen und erst dann war es verfügbar, oder wie? Das ist interessant. Okay, jetzt nochmal. So. Zack. Und nochmal. Okay. Und ich habe mir hier einen Weg erschaffen, einen Morphball-Weg. Ja, okay. Weil ich nämlich oben rum eh gar nicht komme. Ja, okay, alles klar. Aber ich will jetzt eigentlich erstmal, ich habe ja vorher noch was ausgelassen. Ich will erstmal noch diese andere Dinge aktivieren und diesen Lüftungsschacht da, oder was auch immer das jetzt war. Ich kann mal kurz aktivieren, das hier. So. Was passiert da? Also übrigens, die Hand von Samus sieht jetzt auch cool aus, weil ich jetzt eben das Grapple da so habe. Ah, stimmt, genau, das war auch ein Morphball-Abschnitt. Und mit dem komme ich wohin? Ich gehe den einfach mal kurz entlang. Okay. Das wollte ich jetzt gar nicht unbedingt, aber jetzt bin ich hier irgendwo anders. Okay, alles klar. Kann ich euch wieder so Morphball-Bomben-Jumps machen? Kann ich, ja. Okay, alles klar. Geht auch wieder. Und war hier nicht gerade noch... Achso, Okay, oh mein Gott. Ja, okay, hier muss man aufpassen. Also teilweise helfen mir die Lüftungsdinger, aber teilweise wollen sie mich auch nach unten pusten wieder. Deswegen aufpassen. Auch aufpassen, ob hier vielleicht irgendwo... ein Missile-Container auf uns warten würde oder so, weil das war häufig so, dass bei 2D-Abschnitten irgendwo mal sie... Was? Oh ne, jetzt werde ich abgeballert. Irgendwo sie mal Missile-Container oder so versteckt haben. Da oben? Ne, da oben, warte mal. Ich gehe mal hier oben entlang. Hui. Okay, hier oben muss ich, glaube ich, auch entlang. Ah, da ist einer. Ja, genau, will ich haben. Und her damit. Yay, Missile-Container erhalten. Damit haben wir schon 10 Missile. Sehr schön. Yay, unser erster, ich meine, also ja, davor haben wir eigentlich noch keinen gefunden. Das davor wäre einfach nur halt, dass wir überhaupt mal Missiles abballern können. Ach, das war schon der ganze Sinn davon. Achso, hier ist gar nicht mehr. Okay, aber auf jeden Fall der erste richtige Missile-Container, den wir jetzt hier gefunden haben, dass wir jetzt eben schon 10 haben. Yay, sehr schön. Also hat sich gelohnt auf jeden Fall, das definitiv. Und ich habe jetzt hier, glaube ich, alles gescannt soweit, was es hier zu scannen gab. Stimmt's? Ich glaube schon. Dann ist hier eben diesen Morphball-Abschnitt entlang, aber gerade eben stand doch auch, dass ich mit dem, also gerade eben, wo ich vor diesen Trümmern hier stand, da wurde doch kurz der Grapple Beam erwähnt, oder? Bin ich jetzt blöd, oder habe ich mich da verlesen? Ich meinte, dass da kurz was vom Grapple Beam stand und dass ich mich mit dem auch irgendwo anders ranziehen kann oder irgendwie so stand da, ich habe keine Ahnung mehr. Was ist eigentlich? Shot des Kontrollturms bleibt verriegelt, bis sämtliche Generatoren wieder am Netz sind. Achso, okay, hier komme ich erst durch, wenn ich erstmal jetzt das getan habe, was ich hier tun soll und dann jetzt hier hinten... noch ein weiterer Bosskampf oder sowas, der auf mich warten wird, keine Ahnung. Aber erstmal gilt es jetzt, die 3 Generatoren zu aktivieren. Okay, alles klar. Dann gehen wir erstmal, das ist ja die einzige Tür, die ich gerade zur Verfügung habe überhaupt. Glaube ich. Was ist denn hier alles los? Gottes Willen, okay. Bist du... Was seid ihr denn? Okay, dann muss ich jetzt gleich... Ah, Energy Tank, cool. Umwälzungskolben auf Automatik, Pumpenintervall bei 5 Sekunden. Okay, dann muss ich gleich aufpassen, dass ich nicht runtergestoßen werde. Kann ich übrigens Energy Tanks eigentlich scannen? Ja, kann ich Energy Tank. Okay, aber... Aber oder Energietank, aber ich nenne sie Energy Tanks, weil das cooler klingt. Aber sie kriegen keinen Eintrag. Turbine speist lokale Sicherheits- und Lüftungssysteme. Und das war's auch schon. Okay, also erstmal ein weiterer Energy Tank ist natürlich immer cool. Ich will kurz gucken, ob ich da Schaden nehme, aber ich meine, ja, dann nehme ich Schaden, ne? Aber ich kann es sogar scannen auch, okay, gut. Und zwar, Achtung, erhitzte Energiespulen liegen frei bei Kontakt, drohen Verletzungen. Ja gut, das sagt mir der Scan sogar, dass ich da Schaden nehme. Also auf jeden Fall nicht nach unten gleich gestoßen werden. Aber erstmal viel wichtiger Energy Tank. Yay, sehr schön. Ziemlich früh finde ich, dass man die ersten beiden bekommt, aber freut mich natürlich auch, weil Energy Tanks sind immer etwas Cooles. So, was ihr übrigens auch mal vielleicht in die Kommentare... Komme ich das eigentlich rechtzeitig durch dann gleich? Ich hoffe mal. Okay, ja, tue ich. Okay, alles klar. Was mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben könnt, übrigens jetzt schon mal, das könnt ihr auch wirklich gerne schreiben, ohne dass ihr das irgendwie als Spoiler markieren müsst oder so. Und zwar, wie viele Energy Tanks es hier in diesem Spiel insgesamt geben wird, ob es genauso viele sind wie in den anderen beiden Metroid Primes. Da waren es ja irgendwie, wie viel waren es da? Ich glaube 17 oder sowas, irgendeine
Okay. Da hinten ist viel los schon wieder. Irgendeine komische Zahl auf jeden Fall. Auf jeden Fall, glaube ich zumindest. Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Und wie viele Missile-Container es geben wird. 250 wieder oder irgendwie so. Das können wir gerne mal schreiben. Was es ansonsten noch so gibt, ob es Powerbomb-Container überhaupt gibt, das noch nicht, weil ich weiß auch noch gar nicht, ob es hier die Powerbomben geben wird. Ich denke mal schon, aber ich weiß es nicht. Deswegen schreibt mal nur Missile-Container und Energy-Tanks, wie viele es da geben wird. Ansonsten noch nichts. Okay. Auf jeden Fall wieder ein Eintrag. Rote Türpanzerung ist unempfindlich gegen die meisten Waffensysteme. Explosionsstöße könnten die Panzerung beschädigen. Ah, guck mal, okay, das ist eine Missile-Tür wahrscheinlich. Schwefelstein, ja, ich glaube schon. Rote Türpanzerungen beinhalten große Anreicherungen von Schwefelstein in ihren Metallen und lassen sich leicht durch Explosionsstöße beschädigen. Danach bleibt die Türpanzerung zerstört. Okay. Also Schwefelstein war auch schon früher immer... Ich teste mal kurz die Morphball-Bomber, die dürften nicht klappen. Nein. Ich glaube, ich brauche hier Missiles. Bam. Genau, okay. Und dann, ja, also ganz normale Missile-Tür eben. Kennen wir. Und da ist sogar auch gleich nochmal eine. Oder habe ich das richtig? Ja, wo bin ich jetzt? Hier. Okay. Was zum... Ich habe Angst. Okay, der Raumaufbau ist schon wieder etwas kompliziert hier. Ich scanne erstmal dich. Trümmer blockieren den Durchgang. Hindernis lässt sich durch starken Beschuss räumen. Was heißt starker Beschuss? Achso, okay. Ja gut. Ein Charge-Beam. Das war jetzt nicht so mega starker Beschuss. Versorgungsschaltkreis ist derzeit inaktiv. Zur Energieversorgung des Schaltkreises muss der Generator gestartet werden. Okay, alles klar. Was ist jetzt... Wenn ich hier jetzt lang gehe, komme ich zur roten Tür. Also zu der anderen roten Tür noch, oder? Es gab doch noch eine... Warum bin ich denn jetzt hier? Bin ich hier? Nee, warte mal, ich glaube, ich soll zuerst in die eine reingehen, weil das sieht nach richtiger Weg aus und die andere ist wahrscheinlich dann eher wieder ein Speicher oder ein Munitionsauffüller oder so, irgendwie sowas, denke ich mal, weil das sieht hier nach richtiger Weg aus, finde ich. Deswegen will ich erstmal gucken, was ich hier in der Tür finden kann. Okay, ach, die Karte. Ah, die Karte, das ist natürlich auch super, sehr schön. Was bist du für ein Ding? GF-Datensatz, irgendwas, Jägerin, Gun 3, irgendwas. Weitere Daten in Datenbank abgelegt. Okay, wieder ein Bericht. Jägerin Gun irgendwas. Die ursprüngliche Heimatwelt dieser Person ist unbekannt. Sie besitzt metamorphe Fähigkeiten, die denen der Biomorphie auf der Jovia 12 ähneln. So ist sie imstande, Form und Fähigkeiten der meisten Lebewesen anzunehmen, selbst wenn sie ihre Körpermasse beträchtlich übertreffen. Die Scans geben keinen Aufschluss über das Alter der Jägerin. Psychologische Gutachten weisen jedoch viele typische Merkmale der Adoleszenz auf. Informationen des Nachrichtendienstes deuten an, dass die Kopfgeldjagd für sie einen Sport gleicht, in dem sie voll und ganz aufgeht. Gun, wie soll ich die jetzt wieder aussprechen? Gun Dryder, keine Ahnung, betrachtet die erfahrene Jägerin Samus Aran als ihre größte Konkurrentin und setzt alles daran, sie möglichst bald zu übertreffen. Okay, das ist jetzt, wahrscheinlich ist jetzt von dieser einen Frau die Rede, die wir am Ende, ja nicht am Ende, aber im letzten Part am Anfang eigentlich getroffen haben, bei der Besprechung auch, die am Anfang uns nachgemacht hat und uns halt imitiert hat. Ich denke mal, das ist sie. Ich wollte eigentlich die Karte noch gar nicht berühren, verdammt, ich wollte die Karte erst noch scannen eigentlich. Aber, ja, wahrscheinlich hätte ich sogar auch einen Eintrag bekommen, denke ich mal. Die Kartendaten, die es bereist werden, heruntergeladen. Yay. Aber es gibt bestimmt noch mehrere Karten, die ich nochmal später irgendwann scannen kann. Kann ich dich jetzt nochmal scannen dann gleich? Ja, wir gucken erstmal uns um. Okay, K für Karten. Alles klar, S für Speicher. Da sollen wir hin, da sollen wir hin und da sollen wir hin. Und wenn wir überall waren, dann können wir noch... dann können wir noch, warte mal, diesen Weg da entlang gehen. Kommen dann in diesen Raum hier nach oben... Und dann ist hier noch ein Bosskampf oder so im Kontrollturm. Denke ich mal, nachdem wir die drei Generatoren aktiviert haben, behaupte ich jetzt einfach mal. Kann ich die Karten jetzt noch schnell scannen wieder, bevor die verschwinden? Nein, kann ich nicht. Okay, aber die hätten einen Eintrag bekommen, glaube ich mal. Aber es werden noch mehrere Karten kommen und dann muss ich einfach dran denken, da nicht reinzurennen. Aber irgendwie war die Hitbox von dem Ding größer, als ich dachte. Ist auch egal. Stehen eigentlich jetzt hier die ganzen... Okay, das habe ich mir fast schon gedacht. Jäger, Rundas. Diese drei Dinger, die wir jetzt hier scannen können, sind wahrscheinlich diese drei anderen Typen, die mit uns im Besprechungsraum waren und die auch Jäger waren, wie wir, denke ich mal. Okay, lesen wir mal zu dem Typen was durch. Es handelt sich um einen Einwohner des Phrygis, einem der Monde des vorrangig, des vorrangig für Eisbergbau bekannten Planeten Bes 3. Die Fertigkeiten der Phrygisianer, Eis zu erzeugen und zu manipulieren, sind Rundas bei seiner Karriere als Kopfgeldjäger von erheblichem Nutzen. Informationen des Geheimdienstes belegen, dass er ein begeisterter Jäger ist. Diese Passion geht so weit, dass er Trophäen aller Zielpersonen aufbewahrt, die er fangen oder eliminieren konnte. Wow. Rundas oder Rundas ist stolz, anmaßend sowie arrogant und betrachtet sich als konkurrenzlos. Es ist interessant, dass die hier auch alle so unterschiedliche Fähigkeiten, Persönlichkeiten haben. Die ganzen Jäger, das finde ich ziemlich cool. Dann haben wir hier noch Gore, okay.
Und zwar, bei diesem Jäger handelt es sich um einen Veteran des Befreiungskrieges von Wotan 7. Lediglich 6% seiner Körpermasse entstammen seinem ursprünglichen Organismus. Der Rest besteht aus modernsten kybernetischen Komponenten. Trotz seiner Geschichte und seiner umfassenden kybernetischen Modifikation ist dieser Jäger für sein ausgeprägtes Mitgefühl und besondere empathische Fähigkeiten bekannt. Gore ist eher zurückhaltend und sucht nach logischen Lösungen, gehört allerdings nicht zu den besonders erfahrenen Kämpfern. Laut Nachrichtendienst verfügt er sogar über einen gewissen Humor. Der Jäger ergreift oftmals Partei für Schwächere, Notleidende und Unterdrückte, indem er ohne Bezahlung arbeitet oder seine Prämie den Opfern seiner Zielperson stiftet. Den finde ich cool, den Gore mag ich am liebsten, von dem, was ich so gehört habe. Ist auf jeden Fall sehr interessant, würde ich sagen. Gut. Aber ich würde auch erstmal sagen, dass es das hier war für den Part von Let's Play Metroid Prime Trilogy hier bei Metroid Prime 3 Corruption. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich beim nächsten Mal einschalten, wenn wir uns dann aufmachen werden, diese drei Generatoren hier zu aktivieren. Ich bin gespannt, ob wir es beim nächsten Mal schon schaffen werden, alle drei zu aktivieren und dann vielleicht auch schon in diesen Raum hier zu kommen. Oder ob wir dafür zwei Parts brauchen werden, je nachdem, was hier uns noch in diesen Räumen so alles erwarten wird. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.